Alle Jahre wieder der Nova M von La Strada, ein Monocoque auf Mercedes-Benz Allrad. Zusammen mit der Gian werden wir den heute mal erkunden. Es ist die Modelljahrvariante 2024. Ich grüße dich, Gian. Hallo. Hi. Ja, komm mal mit. Wir gucken uns das Ganze mal an. 5 Jahre Garantie und das Besondere ist ein GFK Monocoque ist hier drauf. Das heißt, bitte? Ist mir noch gar nicht aufgefallen, weil es in der gleichen Farbe ist. Also, ich brauche dir das, glaube ich, nicht mehr groß zu erklären. Du weißt, was ein Monocoque ist? Das ist quasi ein Aufsatz, der komplett bestehend aus einem Teil ist, wie man oben ganz gut erkennen kann. Genau, aus einem Teil ist komplett steif. Du kannst es auch ganz gut erkennen. Also die Steifigkeit ist deswegen so entscheidend, weil es gibt kaum Knirschen, kaum Wackeln. Der Möbelbau ist ordentlich. Auch die Lackqualität ist richtig schön gemacht hier auf dem GFK. Und das Ganze. Richtigkeit viel besser, ne? Ja, also es ist ein tolles Konzept, das auch wirklich fernreisetauglich ist. Hier in dem Fall auf Allrad. Du hast die Rampenwinkel eingehalten. Das heißt, das Ding ist hochgradig geländegängig. Mit dem Original-Allrad von Mercedes-Benz. Auch hinten das Fenster, schau mal. Ich wollte gerade sagen, ich finde es schön, dass mal hinten ein Fenster drin ist. Da kannst du reinschauen. Also da ist schon ein Teil zu sehen. La Strada ganz dezent auch beschriftet. Also nicht hier bling-bling, sondern obendrauf ist einfach nur ein Streifen drauf in schwarz. Und der Schriftzug Nova und das war's. Also das ist weniger als mehr, oder? Für mich definitiv das beste Design ist eigentlich das schlichte Design. Absolut, die graue Farbe sieht auch toll aus. Die Original Felgen von Mercedes-Benz mit BF Goodrich Bereifung All-Terrain. Das heißt, die kann auch ein bisschen was. Besonderheit hier ist, dass die Seiten offen sind. Die Funktion kennst du schon von den offenen Seiten. Mm-mm. Wenn du in den Matsch reinfährst, so, dann kann an den Seiten raus. Genau, kann er an den Seiten raus. Also das ist ein großer Vorteil. Sie sind Ticken lauter, aber auch nicht so laut. Wenn du mal so lieb bist, mach mal hinten auf. Die Katzenaugen auch hier, Mercedes-Benz-like, auch diese Tür. Ich meine, schau dir mal die Scharniere an, Gian. Das ist alles ein bisschen aus einer anderen Welt. Das stimmt. Die sind hochwertig und, denke ich mal, überleben so ziemlich alles, oder? Die Tür wiegt auch richtig was. Das ist der Grund, warum die Scharniere hier so drin sind. Also ich behaupte mal, die Tür wiegt bestimmt 20, 30 Kilo, also die du hier hast. Mhm. Es ist alles. Es könnte auch viel weniger sein, aber es fühlt sich zumindest mal so an. Und wenn du mal dagegen klopfst, einfach mal, das ist GFK. Ach, das ist auch GFK? Das ist auch GFK, es ist der gleiche Werkstoff. Ah, okay. So, ist jetzt aber gut verarbeitet, definitiv. Schauen wir mal rein. Da haben wir einen 230 Volt Wechselrichter. Da gehen die 12 Volt rein und die 230 Volt hier auf der Seite raus. Der hängt hier oben drin. Und ansonsten haben wir eine einigermaßen große Heckgarage, aber das Raumdesign, wir sind ja hier auf einem sehr, sehr kurzen Fahrzeug. Der Nova S in dem Fall hier mit 6 Meter und ich guck mal gerade, hier ist der Nova EB, das müsste der hier sein. Der Nova M in dem Fall hier mit 6,46 Meter und das schauen wir uns gleich mal an, das ganze Design. So, das ist auf jeden Fall die Heckgarage und wir werden ihn gleich mal betreten. Preislich gesehen 187.021 Euro. Das ist schon eine Hausnummer. Also 6,46 Meter, 3,6 Meter hoch. Das ist genau, wenn ich mal kurz davor stellst und die Arme mal ausbreitest, dann sieht man sehr schön. Also das ist das ganze Fahrzeug. Es ist a class of its own. So ein kleines bisschen. Auch die Tür hier, schau mal hier, Edelstahl. Und ich glaube auch breiter als eine normale Tür, ne? Ja, ich schätze mal, so eine 60er Tür könnte das sein, aber auch die ist handgefertigt hier. Kein Kommentar dieses Mal. Kein Kommentar. Die Beschläge, also auch hier, das kommt übrigens aus dem Automobilbau, hier dieses Schloss. Und mach sie mal zu, ja. Feste, und ich will mal hören, wie sie klingt. Ja, so muss das klingen. Also fett, GFK-mäßig. Und ich dachte, sie gehen nicht mehr auf, man muss nur fester ziehen. Ich nehme das auch zurück, es könnten auch Campingbeschläge sein. Also, aber auch hier, die Anzahl der Scharniere 3 Stück und die Besonderheit hier bei der Tür, schau dir das mal an, die ist nicht gerade, sondern die geht hier vorne rein. Die Tür geht so ein bisschen weg, weil das ganze Fahrzeug ja gebogen ist. Und diese Tür ist extra angepasst an diese Form von Nova M. Wenn du sie mal langsam schließt, da kann man es eigentlich ganz gut sehen. Sie geht nach oben hin so ein kleines bisschen zu. Noch ein bisschen mehr zu, kleines bisschen.
Okay, also es ist alles angepasst. Ja, wir gehen mal rein und schauen uns das Ganze mal an. Einstieg auch hier in GFK. Und das Design. Boah, ist das leise hier drin. Ja, das stimmt. Und die Tür ist noch auf. Liegt wahrscheinlich an den. Ah, nee, doch, das ist ja auch Teppich, genau. Das ist das Bett übrigens. Ich habe ich auch gerade gesehen, genau. Das ist das einzige Bett? Nee, das ist noch ein Bett. Jan, wenn du mal gerade die Tür mal schließt und mal verriegelst. Wir haben eben gefragt, können das machen? So, und jetzt. Du drückst das hier einfach rein, das Schloss. So, und dann ist so. Und Sitze bitte nicht drehen, aber brauchen wir auch gar nicht. Jetzt hast du nichts mehr, ne? Jetzt hast du nichts mehr. Ja, das ist schon ziemlich leise. Obwohl wir Kunststofffenster haben hier. Also der Aufbau, der ist so leise. Ich gehe mal gerade einen Schritt zurück, dann filme ich mal hier rein. Du siehst also dieses Bett hier, das kennt man aus einigen anderen Installationen. Das lässt sich zweistufig dann runterfalten. Und aber auch hier das Design des Leders hier. Das ist total schick. Das muss man erstmal wirken lassen. Also es ist schon, ganz ehrlich, vom Preis-Leistungs-Verhältnis her, ich finde es auch gar nicht. Das hier ist eine Kleinserie, der war natürlich vor 3 Jahren noch mal ein bisschen günstiger wie jetzt. Aber es ist ja auch der neue Mercedes Allrad drin. Allein das Basisfahrzeug liegt um die 90.000 Euro. Ich weiß, ja. Also ich glaube teilweise sogar 100. Je nachdem. Waren sie jetzt aufgesperrt. Na, wo sie das? Und wir schauen mal gerade. Leider, aber wir haben Kunden, das geht immer vor. Hier ist die Verriegelung.